Mit Habe Kerkeling hatte ich tatsächlich mal Kontakt und das war vor über 20 Jahren. Hallo, mein Name ist Elisabeth Peetz. Ich bin eine deutsche Schachspielerin und ich werde heute das Autocomplete-Interview machen. Da steht etwas von FIDE-Rating. Im Schach gibt es eine gewisse Wertzahl, die nennt sich ELO. Und eine FIDE-Rating ist nichts weiter als die Wertzahl, die den Weltranglistenplatz am Ende bestimmt. Also meine aktuelle FIDE ELO-Zahl beträgt 2489. Damit bin ich im Frauenbereich aktuell an Nummer 15 der Weltrangliste. Ja, das ist ein tolles Thema. Ja, ich war mal verheiratet, bin seit 2018 geschieden. Und mehr gibt es eigentlich gar nichts dazu zu sagen. Ja, mit Habe Kerkeling hatte ich tatsächlich mal Kontakt und das war vor über 20 Jahren bei einem Sketch, wo es darum ging, dass Habe sich als iranischen Großmeister verkleidet hat und dort gegen den Schachclub SC Bayern angetreten ist. Und ich habe ihm geholfen über das Ohr, also er hatte ein Mikrofon im Ohr gehabt, hatte ich ihm geholfen, die Züge zu spielen. E2 schlägt E6. Sie spielte sehr klug. Schachmatt hatte mich zum Zug. Schau, Sie spielen fantastisch. Aber eine Figur habe ich mehr. Ein Bäuerlein, was vorgeprellt hat, auf dem Feind ein Bein gestellt. Ein Bäuerlein, was vorgeprellt ist, der hat oft auf den Fuß darauf gestellt. Am Ende hat er das Match dann auch gewonnen. Aber ich glaube gar nicht, dass es so sehr um das Match eigentlich ging, sondern vielmehr, dass seine Gegner ganz schön angefressen waren. Du hast ihn im Sack. Ich glaube, ich habe sie im Sack. Und wissen Sie, wer der ist? Habe ich sie gemeint. Kleine Erinnerung. Bitte schön. Sie konzentrieren sich besser auf ihr Spiel. Jetzt sind sie auch gleich im Sack. Ich habe seitdem auch dann gar nichts mehr von ihm gehört. Der Sketch ist immer noch auf YouTube zu finden. Beeindruckende Persönlichkeit ist Habe Kerkeling auf jeden Fall gewesen. Und es ist etwas, was mir ewig in Erinnerung bleiben wird. Ach, das ist ein Teamkollege von mir gewesen, Georg Meyer. Der hatte auch in der Nationalmannschaft für Deutschland lange Zeit gespielt. Wir hatten irgendwann einen Streit gehabt. Der ist dann etwas ungünstig für alle ausgegangen. Aber es hat sich mittlerweile alles geklärt. Was da genau passiert war, ich hatte einen kleinen überschüssigen, temperamentvollen Moment, wo ich eben die Beherrschung verloren habe, leider öffentlich. Und ich habe mich halt von ihm etwas gemobbt gefühlt. Habe die Beherrschung verloren, er fand das dann natürlich auch nicht so toll. Und daraus ist dann ein wirklicher heftiger Streit entstanden, der am Ende dann sogar ja, juristisch geklärt werden musste. Allerdings zu meinem Gunsten. Ich glaube, da wird sich nichts mehr Gutes im guten Sinne regeln. Ich glaube, wir hatten keine Freunde mehr in diesem Leben. Ja, viele Leute denken immer, dass Schachspieler unglaublich intelligent sind. Das möchte ich jetzt nicht abstreiten, aber ich habe nie, glaube ich, meine IQ gemessen. Und selbst wenn ich ihn messen würde, denke ich nicht, dass ich überdurchschnittlich gut bin. Ich glaube, ich bin im kompletten Normalbereich, weil IQ, wie gesagt, ein intelligenter Mensch muss nicht automatisch ein guter Schachspieler sein, aber ein guter Schachspieler muss nicht einen erhöhten IQ haben, um es mal so zu erklären. Im Schach gibt es verschiedene Ansätze, den richtigen Zug zu machen, ob man den durch Logik, durch Intuition oder durch Berechnung am Ende findet, ist irrelevant. Deswegen, wie gesagt, intelligente Menschen müssen oder sind nicht automatisch gute Schachspieler. Im Schach, wie gesagt, ist das Ziel, den richtigen Zug zu machen. Dafür gibt es verschiedene Herangehensweisen. Deswegen würde ich sagen, hat das wenig mit dem IQ zu tun. Mir hat dieses Autocomplete-Interview sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, dann hinterlasst bitte ein Like. Ich hoffe, euch hat diese kleine Episode gefallen.